in Wiesbaden ziehen und dort demonstrieren. Zudem ist auch angesichts der aktuellen rassistischen Stimmung sowie dem vorherrschenden Kurs der Bundesregierung, insbesondere des Bundesinnenministeriums, davon auszugehen, dass weitere Sammelabschiebungen nach Afghanistan folgen werden. Dagegen wird sich jedoch auch in Zukunft weiter Protest und Widerstand formieren. All people over the world know Afghanistan is not safe. We wouldn't leave our country and relatives if it would be safe. Frage. Megafone haben Sie.